Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir uns ganz einfach unseren eigenen Netflix-Account erstellen können. Dafür öffnen wir als allererstes mal irgendeinen Browser, ob wir das auf dem PC machen, auf dem Handy oder sonst irgendwo, spielt überhaupt keine Rolle. Und hier suchen wir dann einfach einmal nach Netflix. Ansonsten lasse ich euch aber natürlich auch nochmal einen Link zu der offiziellen Netflix-Website in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gerne einfach draufklicken. Ich stelle hier einmal kurz die Sprache auf Deutsch um, damit das bei allen von uns gleich aussehen sollte. Und dann sehen wir alle erst einmal diese Seite hier. Hier können wir dann auch direkt schon unsere E-Mail-Adresse eingeben, die wir eben für unser Netflix-Konto benutzen wollen. Gebt einfach einmal eure E-Mail-Adresse ein und klickt dann hier auf Loslegen. Dann werden wir direkt weitergeleitet und ihr seht es, Schritt 1 von 3 Einrichtung ihres Kontos abschließen. Wir klicken also einmal auf Weiter und hier brauchen wir dann natürlich für unseren Netflix-Account auch noch ein Passwort. Das überlegen wir uns also einfach, das sollten wir uns natürlich am besten merken. Wenn ihr Lust drauf habt, dann könnt ihr auch diese Box hier noch aktivieren und dann bekommen wir eben immer besondere Angebote von Netflix per E-Mail, brauche ich jetzt aber nicht, dementsprechend wieder auf Weiterklicken. Dann kommen wir hier also als nächstes zu Schritt 2 von 3 und zwar, dass wir uns natürlich einmal unser Netflix-Abo wählen. Auch hier klicken wir wieder auf Weiter und dann sehen wir hier erstmal nur 3 verschiedene Abo-Modelle, obwohl es eigentlich 4 gibt und zwar müssen wir dann einmal hier draufklicken, alle Abos anzeigen. Da wurde dann nämlich auch das Basismodell noch ganz schnell hinzugefügt. Ihr seht hier die verschiedenen Preise, ich denke, das müssen wir jetzt nicht alles durchgehen, das muss im Endeffekt natürlich jeder von euch selber entscheiden. Mit der Videoqualität und der Auflösung, die dann bei den teureren Abo-Modellen natürlich auch nochmal deutlich besser ist als bei den günstigeren. Und bei dem Standard-Abo mit Werbung haben wir beispielsweise auch keine Downloads dabei. Ihr wählt also einfach das Abo, was ihr eben benutzen wollt und klickt dann hier wieder auf Weiter. Zu guter Letzt müssen wir dann natürlich noch eine Zahlungsart hinzufügen. Ich denke mal, viele von euch werden das beispielsweise mit PayPal machen oder eben auch mit einem Netflix-Geschenkcode. Wie auch immer, ich wähle jetzt einfach mal PayPal aus. Und dann haben wir hier schon weiter mit PayPal. Je nachdem, mit welcher Zahlungsmethode ihr das dann im Endeffekt bezahlen wollt, läuft das Ganze natürlich auch etwas anders ab. Da müssen wir uns dann als allererstes einmal bei PayPal natürlich in unseren Account einloggen. Das habe ich gerade schon gemacht. Dementsprechend seht ihr das hier nicht. Ihr müsst euch aber einmal schnell einloggen. Dann hier auch zustimmen und weiter. Und zu guter Letzt können wir dann hier im Endeffekt auch die ganze Zahlung schon abschließen und unser Netflix-Abo dann kaufen. Ich mache das jetzt nicht. Ihr müsstet aber zu guter Letzt einfach auf Mitgliedschaft kostenpflichtig beginnen klicken. Eventuell werdet ihr dann noch sowas gefragt, wie auf welchen Geräten ihr das schauen wollt oder welche Filme oder Serien euch gut gefallen. Einfach damit durch Netflix eben ein paar passende Sachen vorschlagen kann, aber ich denke mal, das wisst ihr ja selber am besten, da kann ich euch ja auch nicht so viel bei weiterhelfen. Im Prinzip ist es aber danach wirklich relativ einfach und ihr habt euer Netflix-Abo dann schon begonnen. Ja, falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Schreibt mir gerne irgendwelche Fragen oder so in die Kommentare, ich versuche euch da auf jeden Fall so gut es geht weiterzuhelfen und dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.